Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch die Erweiterung Cheesy Gonzola. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Nach Burg Appenzell stellen wir euch die Erweiterung jetzt vor, Cheesy Gonzola. Ich sage immer Cheesy Gonzales, aber nee, es heißt Cheesy Gonzola. So, wie versprochen natürlich, Burg Appenzell habe ich vorgestellt, war ein Wunschvideo und ich habe gesagt, ich stelle euch die Erweiterung vor und da wir oft spielen, wir spielen schon ab und zu, wir spielen eigentlich fast jeden Tag, habe ich gedacht, ja, wir spielen jeden Tag, sofern es zeitlich natürlich erlaubt ist und nicht andere Hobbys in die Quere kommen, wollen wir euch die Erweiterung zeigen und da stelle ich ganz kurz die Inhalte vor. Auch diese Erweiterung gibt es teilweise noch im Handel, das Grundspiel, wie gesagt, habe ich vorgestellt und jetzt sage ich einfach kurz was zu den wichtigsten Elementen dieser Erweiterung, bevor es am Schluss ein Fazit gibt. Wir zeigen natürlich noch ein paar Sequenzen, auch währenddessen wir jetzt das Ganze wieder zu zweit spielen. So, jetzt bevor wir anfangen, der Elias will nämlich gleich anfangen zu spielen, sage ich euch, was hier in dem Fall die Neuerung ist. Und man sieht hier, Cheesy ist auf dem Mittelfeld. Und Cheesy hat einen Vorteil, nämlich Cheesy hat einen großen Hut. Cheesy fliegt also nicht in ein Loch hinein. Das ist schon mal cool. Cheesy kann auch über Dächer laufen, aber Cheesy darf nicht auf Dächer stehen bleiben. Cheesy darf auch springen in dem Fall. Steht nicht genau drin in der Anleitung. Wir sagen immer, er überspringt quasi ein Feld. Wenn ihr da Infos habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir verstehen so, dass er immer praktisch ein Feld überspringt. So, und jetzt ist das Coole. Wenn ich auf einem Feld bin, also auf einem Bereich bin, wo Cheesy ist, mach das mal, stell mal deine daneben. Oder hier zum Beispiel. Hier oder hier stehe. Dann... Hier ist deine Spitze, lege ich in meins rein. Und nach zählt er so wie meine Spielfigur. Nur er hat eine Besonderheit. Genau, das ist ganz cool. Was? Und es gibt noch einen Wagen. Ein Turm, oder? Ein Turm. Ja, die nehmen wir auch gleich mit dazu. Wir spielen gleich mit fast allen Erweiterungen. Eine Maus, die noch nicht im Spielfeld ist. Und das kostet auch eine Aktion und stellt sie in den Wagen rein. Und danach... kostet es auch eine Aktion, darf man mit dem Wagen irgendwo hinfahren. Warum hat man den Turm reingebracht, Elias? Ich bin nämlich am Krusteln. Warum? Es gibt den Turm, weil es gibt jetzt noch eine graue Spielfigur. Und sonst, es sind ja nur vier Starte. Da stellen sie den Turm irgendwo in die Mitte hin, nach kann die andere Maus starten. Und wir haben gleich nochmal eine Erweiterung reingepackt. Vielleicht aber kommen die zum Zug. Wenn die andere Maus da startet, musst du erstmal aufs Spielfeld gehen, sonst ist es ja nicht gerecht. Und was haben wir noch für eine Erweiterung da reingepackt? Ein Plättchen mit so einem Rädchen. Ist da eine Maus drauf, gibt es eine extra Aktion. Und was wir nicht mit reinnehmen, sonst wird es ganz verrückt, das ist die Speisekammer. Dazu müsst ihr auch mit den anderen Plättchen spielen. Also da steckt einiges drin. Ich komme nachher noch zum Fazit. Wenn da eine Figur draufsteht, dann kommt sie quasi auf das Außenfeld und kann dann von außen dann Käse sammeln. Ist also auch eine Option, aber dieses Plättchen lassen wir raus. Wir zeigen euch einfach mal ein paar Züge, wie verrückt das Ganze ist. Erste, zweite... Da fällt es mir. Zweite. Nicht zu mir. Dritte, vierte. Nee. Dritte, vierte. Okay. So, und jetzt haben wir, wie gesagt, die Speisekammer rausgenommen, wenn es sowas zu heftig. Das gibt's doch. Sag mal, hast du die Plättchen gelegt am Anfang? Nein, nein. Zweites, drittes. Oh, nein. Das nein, passt schon. Nein, nein, ich mach nochmal. Es war so am Anfang. Erstes. Zweites. Extraktion. Zweites. Kannst du eine Maus nehmen? Du kannst dir eine Maus nehmen. Du hast ja noch Mausen draußen. Mausen. Mäuse draußen. Zweite. Ja. Komm. Dritte. Vierte und dann hast du noch eine Extraktion. Puh, hoffentlich. Hoffentlich passt jetzt alles, was ich sage. Ja. Ja, stimmt, und das kriegst du jetzt auch. Die Extraktion ist die. Bist gut. Fünfte. Okay. Okay, so. Warte mal, habe ich mir das Käse genommen hier? Nein, ich wollte dich nicht dran erinnern. So viel zu fair spielen. Merkt ihr es? Der Elias spielt schon sehr viel. Ja, aber jetzt guck mal, jetzt pass mal auf, was jetzt alles passiert. Erste Aktion.
Zweite Aktion. Dritte Aktion. Du schaust die da drunter. Ja, komm, vierte Aktion. Das war jetzt eine blöde Runde. 2, 3, 4. Ja, ich habe schon 3 Käse. Ich habe schon lange 3. Ja, aber der letzte Käse, den hole ich mir. Dann habe ich gewonnen. Was brauchst denn du noch? 1, 2, 3, 4. Gewonnen. Und jetzt kommen wir noch zum Fazit. Die Erweiterung, die hat natürlich einiges zu bieten. Und Elias, ich habe doch gemeckert wegen dem Inlay, dass man das Material beim Grundspiel nicht richtig reinkriegt. Weißt du noch? Da gibt's jetzt was Cooles. Schau mal, ich zeig's so in die Kamera. Da können die Figuren rein. Das ist super. Da hat man mitgedacht. Ich zeig's mal mit einer Figur, die draußen liegt. Das ist super. Also, wenn euch das Spiel schon gefällt und ihr sagt, ach, jedes Mal verrutscht das Material in der Schachtel und ihr habt die Möglichkeit, die Erweiterung zu holen, dann holt euch die Erweiterung. Nicht nur wegen dem Inlay. Ja, Elias? Da kommen die Blättchen rein. Dann mach das mal. Mach mal die Mäuse rein. Dann erkläre ich indessen weiter, weil die meisten Zuschauer haben es gesehen. Das Einzige, was ich jetzt nicht gezeigt habe, komm, Elias, warte mal, wir decken mal eins raus. Schaut mal. Wenn der so, dann bleibt der quasi so drin. Das ist auch toll gemacht. Also, die Erweiterung hat echt ein paar schöne, erfrischende Elemente. Und es ist nicht nur eine Erweiterung. Schaut mal hier, da zeige ich es euch. Der hat, wie gesagt, ich zeige es anhand der Anleitung. Schaut mal, das ist das Material und da sind die einzelnen Module, so kann man es ja schon sagen, erklärt. Ihr könnt natürlich, hier müsst ihr übrigens mit allen Plättchen dann spielen. Nimm mal die anderen Mäuse. Die anderen Mäuse, ich weiß gar nicht, wo die sind. Ah, da hinten. Also, ihr könnt quasi euch aussuchen, mit welcher Erweiterung ihr spielt. Aber es ist mehr als nur eine kleine Erweiterung, steckt wirklich einiges drin, ist richtig toll, ist ein richtig schönes Kinderspiel. Ein Kinderspiel, was man teilweise, ich wiederhole mich noch, im Handel bekommt. Ein bisschen mehr muss man dafür zahlen, aber es ist richtig schön. Ich habe es schon gesagt, damals das Grundspiel, da hatte ich Glück auf dem Flohmarkt oder wir. Ja, haben es auf dem Flohmarkt gekauft. Zeig es mal in die Kamera, in diese am besten. Schaut mal. Da macht es jetzt richtig viel Spaß. Und zu fünft braucht ihr natürlich den Turm, ganz klar, weil ihr braucht 5 Positionen. Da nehmt ihr den Turm auf jeden Fall mit dazu. Sehr viel Variabilität. Natürlich. Das passt gut rein. Das ist super. Oh nein. Wir sind dann schief. Ja, aber das kriegen wir alles gut rein. Das passt auf jeden Fall. Ansonsten lasst ihr den Rest im Grundspiel drin. Aber wie gesagt, wichtig die Mäuse, weil die Näschen gehen gern kaputt bei diesen lieben Mäuschen. Da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit. Und Platz ist auf jeden Fall genug da, das ganze Material zu verstauen. Das habt ihr gesehen. Das war jetzt sozusagen noch ein Zusatzvideo mit der Erweiterung. Noch eins zeige ich euch noch kurz. Wir haben auch im Deutschen Spielpreis gab es auch solche Promos etc. Also ich glaube, es gibt 2, 3 Promos in dem Fall. Das ist zum Beispiel jetzt eine mit weiteren Plättchen. Braucht ihr jetzt nicht unbedingt. Ich wollte es euch allerdings nur zeigen. Wenn ihr das Grundspiel habt und die Erweiterung, dann habt ihr auf jeden Fall ein super Spiel. Aber auch das Grundspiel an sich ist schon ein richtig schönes Kinderspiel. Ich hoffe, das war das Wichtigste. Elias, gefällt's, oder? Ja. Schau mal hier, ich finde es cool. Guck mal hier mit dem Cheesy. Das ist echt toll. Steht da drauf, nur spielbar mit Burg Appenzell. Das Alter vielleicht noch ab 8 Jahre, Elias, steht drauf. Ja. Das ist natürlich schon anspruchsvoll mit der Erweiterung, weil das Grundspiel, Elias, ist ab 6 Jahre. Wo kommen die rein? Das machen wir einfach separat. So habe ich letztes Mal drin gehabt. Da? Ja, kannst du reinmachen. Aber das ist nur tief unten. Da machen wir es separat. Ich zeige dir das gleich, wie es gemacht wird. Deswegen, wie gesagt, die Erweiterung ab 8 Jahre, das Grundspiel ab 6 Jahre, klar, ist natürlich etwas anspruchsvoller. Man muss natürlich viel mehr mitdenken und sind natürlich auch mehr Regeln. Ich denke, das war das Wichtigste auf jeden Fall zu diesem alten Klassiker, kann man schon sagen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo. Über Abos wählen, Freunde. Ein Dankeschön. Von meiner Seite. Tschüss, macht's gut. Sag ich mal tschüss, macht's gut, bis bald. Bye, bye, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Hallo, Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Hause.